ist es das Finale von Mario vs. Donkey Kong. Man könnte es glatt glauben, ne? Aber Finsterstadt, die achte Welt im Spiel, ist die letzte reguläre Welt. Aber mal gucken, wie das endet. Ich weiß, dass danach noch was kommt. Aber wie sich genau das in diesem Part jetzt äußern wird, finden wir gemeinsam heraus. Erstmal wird es für uns darum gehen, das wie gewohnt zu managen. Ja, super Funktion, ja, super Einstand. Und damit bis zum nächsten Mal. Bei okay, das sind einfach... Ich dachte, das wären so Türschranken, die auf und zu gehen, wenn man Schalter betätigt. Aber ich wohl falsch gedacht. Gut, das Geschenk ist halt einfach dieser Extraweg. Es wurde auch großzügig angekündigt, finde ich. Da sollte man sich normalerweise nicht beschweren können. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. So, wenn wir das jetzt umdrehen, gibt es den Weg zurück. Gut, jetzt hätte ich das Geschenk auch hier mitnehmen können. Sage ich euch, wie es ist. Aber mit Geduld und Spucke kriegen wir das so auf die Kette. Nein, das sollte kein Reim werden. Kletter doch. Was zum? Schätze, ich muss euch... Ja. Benutzen. Ich muss auf eure Schädel. Schwarz gekleidete Shy Guys. Das sind die ganz, ganz üblen Burschen. Die werfen mit Schraubenschlüssel nach euch. So wie Rocky. Also der Gegner, nicht der Monty-Maulwurf, sondern Rocky-Schraubenschlüssel. Ihr seht, das sind ganz andere Kaliber, von denen wir hier reden. So, One-Up ist einfach nur, ne, für die Statistik. Es sei die Frage gestattet. Was machen wir hier? Da ist noch ein Geschenk. Wir könnten theoretisch... Okay, also für das Geschenk müssen wir auch diesen schwarzen Shy Guy auf den Deckel springen. Ich will nicht, dass du aus Versehen eingesammelt wirst. Kann er rutschen, ne? Kann ich nicht? Moment mal. Also ich muss... Ah, das geht nicht. Ich muss den doch umdrehen wieder. Das ist ja schade. So nicht. Da schätzt man sich nur einmal. Dann kommt das bei raus. Geht auf eure Plattform. Auf Position! Na gut. Ich hab mich lange genug zum Narren gehalten. Bin ich ja selber schuld, ne? Nimm dir Zeit und nicht das Leben, so heißt es. Nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Ich werfe zwar mit Sprüchen um mich, aber sie passen wenigstens halbwegs. Ich glaube, das ist halt einfach nur dafür gedacht, so. Ich mag die Kettengeräusche. Also, meine Damen, ich muss das hier betätigen und das hier. Jetzt mal einfach ein bisschen ruhig gewartet, Markus. Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus fürs Leben. Ich kann es aber jetzt in den nächsten Leveln besser machen. Wenn ich nochmal so eine Situation bekommen sollte. 8-1 aus Finsterstadt gelöst.
Da sieht's aus, als wären die Mülleimer auch irgendwie auf Stacheln drauf. Wenn das nicht mit dem Wink mit dem Zaunpfahl ist, sondern mit dem ganzen Zaun, dann weiß ich auch nicht. Ich komm mit. Alle einsteigen. Nun. Ändern wir die Richtung. Auch von den Plattformen? Ja. Macht das nicht mehr Sinn? Oh, schaffe ich es überhaupt da drüber? Das ist, glaube ich, nicht möglich. Da frage ich mich, warum man da überhaupt hoch kann oder könnte. Ist das nicht eine berechtigte Frage? Einfach nur, dass man sieht, in welche Richtung es geht, oder was? Was ein Quatsch. Ey, das sieht halt aus wie die erste Welt aus dem Gameboy-Teil, nur bei Nacht. Muss man einfach mal so sagen, wenn es so ist. So im Hintergrund mit dem Kran und so. Eindeutig. So, jetzt hätte ich auch da oben hingekonnt. Aber ich mach's halt so. Vielleicht gibt es hier so dezent multiple Lösungswege. Erschien mir nur fast so. Nee. Nee, nee. Irgendein Laser ist immer an. Ich bin zwar der Auffassung, du kommst dann mit Skill durch. Das geht. Aber du sollst mir den gelben Schalter anmachen, damit das abgewehrt wird. Ich habe gelernt, Freunde. Ein bisschen habe ich gelernt. Ich lasse die Mülltonnenfritze noch mal ein bisschen da entlang hangeln. Kommst du? Oder nicht so? Mach dir einfach mal Päuschen. Das sei denen gegönnt, ne? Päuschen sei denen gegönnt. Also Safety first. Ich frage mich zwar, wer ist in der Mülltonne, aber ich frage mich auch, wer ist eigentlich in den Ziegelsteinhaufen? Die noch viel wichtigere Frage. Oh. Und ja. Oh, da muss ich auch. Oh nee, komm schon. Aber es bringt doch nichts. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt nochmal so ein Harakiri-Manöver zu machen, es hätte ja nichts gebracht. Jetzt mache ich den und gehe auf Nummer sicher, sicher. So sind wir mit allen Geschenken und dem Mini-Mario am Ziel unserer Träume angelangt. Anders kann ich das gar nicht bezeichnen. Oh yeah. Gut. Gut, mich packt die Wut. Was ist das denn für ein Roboter? Ich weiß nicht, ob ich den kenne. Ich denke nicht. Dann werden wir den jetzt kennenlernen, I guess. Stürmte auf mich zu. Es ist ja wie dieser... Weiß es nicht. Ich werde einfach mal dodgen, okay? Er hatte den Affenschwanz nur in schneller. Ich sehe die Problematik. Also scheinbar macht er gar nichts. Er macht nichts kaputt und er macht auch nichts richtig. Hier noch mehr Problematiken. Gebe zu, darauf habe ich ursprünglich nicht geachtet.
Sie müssen alle an der richtigen Position sein? Wie soll ich das auf die Kette kriegen? Die beiden oberen müssen... Ja, fast. Wenn er ein bisschen Gummi geben würde da. Die gehen da noch durch die Wand. Ist ja nicht zu glauben. Das ist ja Quatsch. Was ist das für ein Quatsch? Ja, dann wird so von der Zeit nichts mehr. Wir müssen erstmal die Weichen stellen. Warte mal, wo war das Geschenk? Das war überhaupt nicht relevant quasi. Wir müssen also irgendwie einen Rhythmus schaffen. Einen Rhythmus verändern. Aber wir sind die alle identisch auch. Wisst ihr, was geht? Vermutlich auch in etwa so. Wir halten den fest. So ergibt sich ein anderer Rhythmus. Ein hoffentlich richtiger Rhythmus. Jawohl. Geht's auch anders? Nicht schlecht. Klein, aber fein. Und so soll es sein. Komm ich doch durch, oder? Ja, gut. Was haben die denn da gemacht, meine Damen und Herren? Was war denn da los? Hm. Ein bisschen näher rangezoomt, oder bilde ich mir das ein? Ehrlich, was nachts in der Großstadt so los ist, oder? Schätze mal, das soll nicht so. Tja, ich mach einfach mal. Okay, nicht der Rede wert. Das blaue Geschenk. Warum man da jetzt nochmal einen Schalter zum Umdrehen, ist ja die andere Frage. Für alle Fälle anscheinend. Für alle Fälle hier in Finsterstadt. Nächstes Level 8-4. Das klingt, als wären wir schon so weit gekommen. Sind wir auch, ne? Soll mal einer leugnen, dass wir schon weit gekommen sind? Kannst du nämlich gar nicht leugnen. Das ist so. Here we go. Mhm, da oben wollen wir erst das Geschenk einsammeln, wenn wir den gelben Schalter umgelegt haben. Das hier. Sehe ich auch nicht, wie mir das hilft. Scheint mir fast schon unklug gewesen zu sein, das zu deaktivieren. Hier ist aber so viel los, ich muss echt mal schauen, du. Jetzt kann ich das deaktivieren. Und los geht's. Geschenke einkassiert. Na, jetzt noch mit dem Schlüssel an die Tür. Oh, er springt so weit. Ich habe sogar im Sprung nach links gelenkt. Aber er zieht durch, Leute. Er zieht durch. Als wäre er ein Lurch. Was sollte das denn?
Ist kaum zu schaffen. Ja, okay, ja. Es ist zu schaffen, doch, mit dem richtigen Rhythmus. Kommst du da safe dran? Da mache ich mir immer nichts vor. Das geht schon. Nicht schlimm. Ich mag das, wenn sich Mario so hochbegibt, wenn er so schnell da hochspringt und so. Kann man ja in Kauf nehmen. Das sind sogar hier Speedrun-Strats. Freunde. Der Damage Boost. Ich schätze es sinnvoll, wenn ich einfach mir schon mal die Mühe mache. Wollt ihr keine Affen mehr quälen oder wie kommt's? Die sind einfach schneller als diese beckentrümmernden Äffchen. Lass mich doch rum. Ja, war natürlich auch brenzlig. Ich hatte mehr Angst vor den Stacheln. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die mir überhaupt Schaden machen, die Kollegen hier. Wie heißen die Ketten da explizit? Das ist wie so eine Fahrradkette. Sagt jetzt nicht Fahrradkette, das ist der Fachausdruck. Wollt ihr mir erzählen, dass die Typen da Fahrradketten an ihren Roboterenden haben? Konnte mich nicht aufrichten. Nichts mehr getrunken. Jetzt geht's. Das ist suboptimal, ne? Aber ich könnte... Muss ich einfach warten, bis die Stunde geschlagen hat. Jetzt... Hätte vielleicht sogar geklappt, aber... So mache ich das. Düdlüdüdü! Ratterte Song und weg ist der Balkon! I see. Der Rest eigentlich Formsache. Ja, wobei, das ist noch ein gewagter Sprung. Bisschen zu früh fast schon. Ja, wie zu erwarten, ist diese achte Welt jetzt nicht schneller zu lösen wie die letzten paar Welten. Ich bin also gespannt, wie wir das anstellen wollen. Mit dem Finale. Ich werde einfach weiter aufnehmen und durchziehen. Vermutlich bis zu den Credits. Schulterzuck. Und am Ende noch selbst entscheiden, ob wir einen Schnitt setzen oder nicht. Und wenn ja, wo wir ihn setzen. Jetzt geht's aber weiter mit Welt 8.5. Here we go. Sieht schon mal ultimativ verwirrend aus. Keine Frage. Drehen wir erstmal unsere Runde, um das Geschenk abzuholen. Damit kannst du schon mal nichts falsch machen. Unten sollst du hin mit dem Schlüssel.
Der befindet sich da oben. Dafür musst du den roten Block entfernen. Zum Entfernen des roten Blockes betätigen sie einen anderen Block. Hält uns jetzt noch irgendetwas auf? Ja. Wir müssen nämlich den blauen betätigen, weil die gelben Blöcke halten uns auch auf. Die richtige Farbe lautet also blau. Das habe ich schon zu Pokémon Gen 1 Zeiten gewusst. Schätze mal, das muss ich so aktivieren. Auf jeden Fall sollte ich ohne Probleme zum... Oh, verdammt. Mama mia. Oh, verdammt! Das ist super simpel, ist eigentlich auch schnell gemacht. Aber ich muss ein kleines bisschen mitdenken. Und auch ein, zwei Runden ziehen. Erstens mal hätte ich das gerne so. Aus Gründen. Ich muss den blauen betätigen. Oh, verdammt. Stopp. Ich muss aber gelb betätigen. Damit wir auf der Tür stehen können. Das bedeutet, ich muss auf das... Mama mia. Ah! Aber es hat sich wenigstens geklärt dadurch. Oh, schön. Hat sich dadurch wenigstens geklärt. Also pass auf, ich gebe euch die Lösung. Jetzt haltet euch fest. Die Lösung für Welt 8.5 in Finsterstädt besteht daraus, dass man sich hier erst einmal den gelben Schalter holt. Anschließend wäre es nicht dumm gewesen, sich das Geschenk schon mal zu holen. Aber sie wollen den Schalter betätigen, damit sie den Schlüssel holen können. Sie müssen dies hier umdrehen. Aber damit sie da unten nicht ins Verderben stoßen, müssen sie rot betätigen. Ich habe das Gefühl, ich vergesse immer eine wichtige, eine elementare Sache. Eben war es das Geschenk. Es geht nur um die Ausführung, Freunde. Alles Weitere ist nicht so schlimm. Wir drehen erstmal die Geschenkrunde, so. Dann wäre das schon mal gedeichselt. Jetzt muss ich dies tun, damit ich überhaupt einen blauen Trank kann. Wenn ich jetzt den blauen Schalter betätige, kann ich hiermit den Schlüssel abholen, mit Erfolg. Aber wenn ich, um zum Zurückkommen, das wieder umdrehen muss, brauche ich da unten noch freie Bahn. Mache also den blauen Block weg mit dem roten Schalter. Und falle hier drauf. Ich tue das hier hin. Und mach diesen, damit ich den Schlüssel wieder in Empfang nehmen kann. Jetzt ist alles vorbereitet und ich kann ohne Probleme... Warte. Moment, da ist immer noch ein gelber Block. Ich raff das nicht. Moment, ich muss nachdenken. Lass mich doch... Oh, ich kann so, ne? Da geht auch nicht von der Zeit. Moment!
Wenn ich rot betätige, dann würde... Hä? Gehen wir einfach zusammen so. Wir haben es. Das neueste, schwierigste Level bis hierhin im Spiel. Ist so. Ja. Ich fand's gut. Ich fand's gut. Am Ende habe ich sogar noch einen Denkfehler gehabt. Ich wollte irgendwie, ich wollte selbst drüber gehen und nicht das Laufband nehmen, aber warum eigentlich nicht? Gab keinen Grund, das Laufband nicht zu nehmen. Selbst. Ihr seid jetzt nicht das Problem. Gibt's Strom? Strom ist schon eher ein Problem. Wenn jetzt der Strom von rechts nach links angefangen hätte, ich war mir nicht ganz sicher, dann hätte mich das gepritzelt. Dann hätte mich das gepritzelt. Er ist guter Junge. Dann würde ich sagen 8-6.